Das Geräusch macht mich auf Dauer wahnsinnig. Das muss ich sofort abschalten. Schauen, dass ich den richtigen Hebel erwische. Ha? Der letzte Hebel seiner Art. Und Dali. Dali. Klick. Ah. Himmlische Ruhe. Speichern. Kriegt man direkt Zahnweh. Ah. Eine Luke. Soll wohl den geneigten Wanderer den Mund wässrig machen oder so. Damit er die Droge vor Augen hat, die er nie erreichen wird. Ah, die er nie erreichen wird, genau. Scheiße! Was sind diese? Daneben. Zum Glück halte ich was aus. Feuermäßig. Bei den Frost, vielleicht könnt ihr euch an diese Folge erinnern, wo ich Probleme hatte, diese Frostfalle zu überwinden. Ich glaube, ich habe es 100 Mal probieren müssen, bis ich mich so weit nähern konnte, sie vom Sockel zu nehmen. Ich habe alles versucht, Wirbelwindsprint und magischen Schild und alles. Dann habe ich sie sogar holen lassen von meinem damaligen Begleiter, dem... Na, es war, glaube ich, die Lydia noch. Die wird so bald wieder werden, meine Begleiterin, glaube ich. Oh shit. Was haben wir denn hier? Einen höheren Draugerfürsten? Todesfürsten. Schieß ihm. Ihn in den Arsch. Oh! Shit. Los. Ja, ich passe ja eh auf. Zu zweit geht das ziemlich leicht. Aber allein? Oh. Der Draugr-Todesfürst war böse. Er muss sich in den Winkel stellen hier. Ebenerzschild. Ich glaube, die nimmt keine Schilder, oder? Die Löwin. Hast du Schilde? Nein. Junger Vampir. Oh. Ist nie alt geworden, der Arme. Das musste er auch Vampir werden. Wäre er Klempner geworden oder sowas? Aber mal vorher noch. Ihr hättet mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und Meister, brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, das hätte ich knacken können. Aber genau darum ging es ja. Hätte ich viele Erfahrungspunkte sammeln können. So viele. Mhm. Ihr Heiligstes, was ist das? Das Dreieck der Lust. Oder wie? Oh! Knochen. Urnen. Brennende Droger. Das ist poetisch. Träume von brennenden Kirchen. Drogern. Hey, das ist eine Begräbnisurne. Ah. Keine normale Urne. 100 Punkte. Nehme ich mit. Was ist das für ein Blümchen? Distel. Das ist ja Unkraut. Wer legt denn hier Unkraut hin? Eisentür auf. 4 Nachtbürscher nieder. Der dämliche Droger da hat es noch gar nicht bemerkt, was da abgeht hinter ihm. Schau, wie doof.
Du bist wirklich eine Geißel. Du hast deinem Meister schlecht gedient. Oh. Was sagst du jetzt? Frostbeulen, hä? Huh? Fragt der Scheich in Ismir. Wie Ismir? Ja. Na, wie Ismir? Zwergenpfeil. Gold. Das Übliche. So stehen hier zwei Tröner gegenüber. Noch dazu, wieso hängt über dem Thron? Das erinnert mich an diese griechischen Sagen. Wie hieß das doch gleich? Daedalus? Tantalus? Nein, Tantalus war der mit dem Stein. Und die Daedalus waren, glaube ich. Und hier zwei Gifte. Oh. Jetzt musst du zu mir sagen... Sieh, mein Geliebter, hier habe ich Gift. Das wäre ein Theaterstück. Nur die vielen Spinnweben nicht wären. Dietrich Gold, Robe der Beschwörung. Ich schwöre bei Mark und Bein, dass ich niemals Vampirjäger werden werde. Oh! Um Gottes Willen. Wer hat denn hier gewütet? Das ist ja nicht normal. Es könnten Draugere in der Nähe sein. Ich kann den Geschmack. Ja. Hast du schon mal hier reingeschaut? Ah, nur so ein kleiner Gedanke. Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Wölfchen? Oh, die stehen alle auf, oder wie? Gott, das will. Alle sind nicht aufgestanden, Gott sei Dank. Die wer? Wer soll euch holen? Heiliger Klabautermann. Da ist sogar noch einer im Leinentuch eingewickelt. Er konnte gar nicht aufwachen. Arme Sau. Dietrich Gold. Die haben alle was dabei. Jeder Einzelne. Da kann man reich werden mit diesen Drogern. Wenn ich mit denen fertig bin, setze ich mich zur Ruhe. Mit meinem Haus am See. Droger. Da kann ich mein Briesenheim ganz schön aufpeppen. Dem Gold hier. Du hast auch noch was, oder? Na klar. Jetzt habe ich die Richtung verloren. Hier sind wir reingekommen. Und hier werden wir rausgehen. Skelette. Nette Skelette. Blitzresistenz. Ja, die sind was wert. Vielleicht brauche ich gleich Blitzresistenz. Le Blitzresistenz. Oh! Da geht schon die Magie durch. Oh! Schau dir die Magie an. Ihr seid weit gekommen für einen Sterblichen. Aber könnt ihr mit meinem inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Oh, tut doch weh. Ich stehe hier nicht im Weg rum. Ich muss immer diesen Strahl hier abwarten. Wann kommt er denn wieder? Er steht da nicht rum. Gleich kommt er wieder, pass auf. Ja, geh ein wenig weg hier. Okay, das war für die Blitzresistenz, gell? Oh. Oh, also einen grausigen Frostadronachen hat sie. Der Tod erwartet euch. Der Tod steht dir gut. Hä, der will mich necken. Willst du mich necken?
Lass mich mal lecken. Geißel. Brava. Jetzt? Muss ich sie abschießen? Nee, das tut dir nichts. Da blitzt und blotzt. Irgendwas lebt da drin noch. Ich sehe einen roten Punkt. Wer ist das? Da drüben. Was ist das? Ah. Weißt du was? Ich speichere mal. Kann ich schaden, ne? Ah, der da. Klopft euch nur nicht zu früh auf die Schulter. Au, au, au. Autsch. Ich nehme mal einen Trank der Blitzresistenz. Elixier. 60 Sekunden. Naja, immerhin. Au. Blitzresistenz schön und gut, aber... Hände voll zu tun hier. Meine magischen Hände. Keine heilenden, sondern magische. Feuerhände. Ich wollte eigentlich ihn treffen. Oh, ein Todesfürst. Ich glaube, die Blitzresistenz ist im Arsch. Muss man noch einen nehmen. Heil. Sollten wir uns auch irgendwann mal. Oder ist Fürst? Au. Oh. Wir werden den Magiker auffrischen. Kräftige Magiker. Ah. Ups. Ah, ihre Blitze werden stärker. Was Überreste. Oh. Sie ist besiegt. Wir sind siegreich. Aber auch nichts anderes erwartet, oder? Arme Potema irgendwie. Tut mir irgendwie leid. Weil sie Jahrhunderte hier in ihrem Gewölb. Und dann komme ich daher und mache alles kaputt. Eieiei. Naja, was will, was macht sie denn auch solche Sachen? Oh, da ist noch einer. Wer ist denn das? Was ist das für einer? Hast gar keinen Namen. Recht stark ist er nicht. Sogar die Löwin geschafft. Naja, sogar ist gut. Stahlschlag des Funkenschlags. Naja, mit dem macht er kein Geschäft. Das sind ihre Überreste, der Schädel da. Potemas Schädel. Falk Feuerbart wird sich freuen. Es hat einen Schädel. In seiner Sammlung mehr. Jagdbogen des Frosts. Stahlpfeil. Lederhelm, ne. Die Legende des Hauses Grateli. Was ist denn das? Barlot Cool. Kenne ich das schon? Das ist ein Theaterstück. 75 ist das wert. Na. Ich nehme es nicht mit. Ich lasse es da. Vielleicht brauche ich es nochmal für einen Quest oder so. Na gut. Au! Oh, Sauwetter! Wir sind ja noch gar nicht draußen. Sauwetter ist auch drin. Braucht man schon in Innenräumen Wettervorhersagen hier? Am Himmelsrand.
So schaut's aus. Ah, müssen die meine Regel vorschieben. Sein muss? Hunderte von Jahren? Tausende? Ja, ja, Tausende. Sagst es. Tausende. Hallo, die Herren. Gestatten. Drachenblut. Ein totes Fürst noch dazu. Oder ist Fürst? Er sitzt da ganz einsam und ist verlassen. Auf seinem Thron. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich hätte ihn, glaube ich, gar nicht angreifen müssen. Er hat mir nichts getan. Ups. Tut mir leid. War keine Absicht. Nicht, dass du wütend wirst. Was macht der nur hier? So kurz vom Ziel. Noch ein Todesfürst.